Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe mal wieder Post bekommen und zwar von der Meine Backbox. Und zwar ist das jetzt die Juli-Box. Die Mai-Box, die musste ich leider überspringen, musste ich leider aus gesundheitlichen Gründen ausfallen lassen. Ihr wisst ja warum. Und ich bin deswegen auch ganz froh, dass das Meine Backbox-Team mir nicht nachtragend ist, dass ich das leider einmal ausfallen lassen musste und freue mich natürlich umso mehr, dass ich die Juli-Box bekommen habe. Und ja, einmal vorweg, was ist eigentlich die Backbox, falls ihr das noch nicht kennen solltet, aber inzwischen denke ich, kennt das eigentlich jeder. Und zwar ist es eine Box, die ihr einzeln bestellen könnt oder auch im Abo und wo ihr dann richtig tolle Rezepte und ja, Dekorationsideen halt bekommt für alle Leckereien und in den Boxen sind halt immer so ja, die ganzen Gerätschaften, irgendwelche besonderen Zutaten, die man so sonst nicht so bekommt, sind eben immer in den Boxen drin, so Standardsachen wie Mehl, Butter, Zucker, das ist dann natürlich nicht mit drin, sondern wirklich nur so ja, besondere Dinge, irgendwelche Ausstecher, Förmchen, Lebensmittelfarben. Ja, ich habe schon so viele Boxen gehabt, trotzdem fallen mir jetzt gerade nicht mehr Dinge ein, aber da sind halt immer so spezielle Sachen. Da war zum Beispiel einmal so ein Glitzerpuder drin, was ich total liebe. Und genau, und das ist jetzt, wie gesagt, die Juli-Box. Und achso, bevor ich jetzt weitermache, wo ihr das Ganze natürlich bestellen könnt, das könnt ihr natürlich hier unten in der Infobox nachsehen, da habe ich das natürlich alles verlinkt. Und als besonderes Extra habe ich bekommen, und zwar für alle diejenigen, die ein Jahresabo abschließen, die bekommen noch eine Meerjungfrauenflosse dazu. Ich habe keine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Da müsstet ihr euch dann einfach überraschen lassen, denn das Oberthema von dieser Box, das weiß ich nämlich schon, ist Meerjungfrau. Also irgendwie finde ich ja, dass Meerjungfrauen sind irgendwie die neuen Einhörner. Kann das irgendwie sein? Also kurzzeitig waren das ja mal Flamingos. Die wurden dann total gehypt, aber es war relativ schnell vorbei. Jetzt sehe ich überall noch Meerjungfrauen und da Meerjungfrauen und deswegen, ich glaube, das sind so ein bisschen die, ja, die neuen Einhörner. Und genau, ich hoffe, dass ich alles gesagt habe. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich mal zu der Inhalt von der Box. Und ich mache einmal hier auf. Ich bin schon total gespannt, weil gerade zum Thema Mann und Frau, ich habe gar keine Ideen, was da drin sein könnte. So. So sieht das Ganze so sieht das Ganze aus. Oh Gott, ich könnte es gar nicht sehen. Ja, da seht ihr auch schon, da sind mehr Jungfrauen abgebildet. Also habe ich mich doch richtig erinnert. Also ihr habt gesehen, das ist immer so total liebevoll verpackt mit so einem Bändchen, mit so einer Schleife und dann noch hier so einem kleinen Aufkleber. Und was ihr ja von mir kennt, ist, dass ich die Rezepte immer erstmal beiseite lege, weil ich möchte mich immer voll davon überraschen lassen. Und was mir hier als erstes entgegenkommt, das ist immer auch drin, das Meine Backbox Magazin. Da sind Informationen drin zu den Produkten. Da steht zum Beispiel auch drin, wie teuer die Produkte im Original sind, also wenn ihr die jetzt original kaufen würdet. Und Informationen, da stehen auch teilweise noch weitere Rezepte drin und so weiter. Das ist eigentlich immer eine ganz nette Lektüre. Und ich darf nämlich zwei Rabattcodes an euch weitergeben. Und zwar ist es einmal vom Online-Shop Hobbybäcker, ja, Hobbybäcker, und einmal von Tropikai. Ich möchte das jetzt gar nicht großartig in die Kamera halten. Ich blende euch das einfach hier mal ein und wie gesagt, dann könnt ihr auch davon profitieren. Ich darf diese Rabattcodes offiziell an euch weitergeben. Und wie gesagt, wenn ihr eben ein Jahresabo abschließt, dann bekommt ihr eben obendrauf noch eine Meerjungfrauenflosse. Was genau das ist, das müsst ihr euch dann eben von überraschen lassen. So, dann ist hier
eine Silikonform. Und zwar, vielleicht ist auch das, nee, das kann ja nicht sein. Weil diese Silikonform ist ja sowieso drin. Also muss das nochmal irgendwie was anderes sein. Wir haben eine Meerjungfrauenflosse. Meerjungfrauenflossen Silikonform. So. Und was mich gerade echt total überrascht, meine Backbox hat jetzt eigene Produkte. Das finde ich ja total spannend. Das normalerweise sind da ja immer ganz viele von den ganzen anderen Herstellern, bekannten Herstellern immer Sachen drin. Und finde ich ja total super, dass sie jetzt eine eigene Produktlinie praktisch haben, so wie ich das verstehe. Ja, also wie gesagt, eine Meerjungfrauenflosse. Dann sind hier als nächstes kleine Marshmallows, also Mini-Marshmallows von der Marke Rocky Mountains. Also ja, Mini-Marshmallows einfach. Dann ist hier als nächstes, oh, das ist total weich. Es ist nämlich unglaublich warm in meiner Küche. Oder es ist ja allgemein momentan so extrem warm. Und so haben wir hier einmal eine Sanella-Margarine ist das, glaube ich. So eine Backmargarine. Und genau, da ist ja auch ein Kuchen drauf abgebildet. Und die ist total weich. Oh Gott, ich muss die gleich erstmal in den Kühlschrank stellen. Dann ist hier als nächstes von der Firma Braun-Zeitmann Crazy Colors Lebensmittelfarben. Habe ich ja am Anfang gesagt, da sind auch immer Lebensmittelfarben drin. Und genau, da sind die Farben drin. Orange, Blau, Grün, Rot, Gelb und Violett. So sieht das Ganze aus. Und das finde ich gerade total interessant. Wofür könnte man das gebrauchen? Ich habe hier als nächstes Ahoi-Brause. Kennen wir alle, denke ich. Ahoi-Brause kennen wir wirklich alle. Und ich bin jetzt echt gespannt, wofür man das benutzen könnte. Das ist ja so ein Brausepulver, was man eigentlich in Wasser einfach einrührt und dann trinken kann. Da bin ich super gespannt, was damit gemacht wird. Dann haben wir als nächstes Streusel. Irgendwie kennt ihr das auch, dass ihr total gerne Streusel kauft und sammelt, aber die eigentlich irgendwie nie wirklich benutzt. Also ich gehöre da irgendwie immer dazu. Aber auf jeden Fall haben wir hier von Picard Zauberhafte Meereswelt. So richtig hübsche Streusel. Schaut mal. Und zwar, was sind das? Einmal kleine Meerjungfrauen. Oh mein Gott, ist das süß. Ich weiß gar nicht, kann man das erkennen? Aber es sind kleine lilane Meerjungfrauen. Oh mein Gott, die sind so niedlich. Und kleine Delfine. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Oh, meine Kamera, das ist überhaupt richtig fokussiert. Ich weiß nicht, aber... Oh, die sind ja so süß. Oh, ich freue mich schon total, damit zu dekorieren, was auch immer damit dekoriert wird. Und nicht wundern, meine Katze ist hier hinten. Die wollte nicht raus. Oh, was haben wir hier als nächstes? Einmal, genau, vom Hobbybäcker. Hobbybäcker, was ist das? Ja, Toastbrotmehl. Okay, hier steht es hinten drauf, das ist Toastbrotmehl. Das habe ich ja noch nie gehört. Was daran jetzt ganz besonders ist? Interessant auf jeden Fall, habe ich noch nie gehört. Habe hier schon mal was von Toastbrotmehl gehört, also... Nicht wundern, meine Katze hier, ja, die Hitze kommt uns allen nicht so, bekommt uns allen nicht so gut. Dann haben wir hier als nächstes, oh, darüber freue ich mich auch total, und zwar von Dr. Oetker eine Spritztille. Und genau so eine habe ich nämlich noch überhaupt gar nicht. Es ist so eine, ja, so eine enge, es ist keine enge Sterntülle, sondern eine Sterntülle, aber mit relativ vielen Zacken. Finde ich super. Für Cupcakes sind solche großen Tüllen auf jeden Fall immer, ja, immer super geeignet. Freue ich mich total drüber. Und ich einmal eben meine Katze hier. Katze.
Oh Gott, ich schwitze total. Das ist so warm in meiner Küche. Vor allem, ich muss ja auch immer die ganzen Türen zumachen und damit da nicht eventuell irgendwelche Geräusche von außen kommen. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter. Und zwar haben wir hier von Tropikai Kokosnusschips. Also die Produkte von Tropikai kann ich wirklich nur empfehlen. Die sind super lecker, also wenn ihr auf Kokos steht. Wirklich unbedingt mal euch mal anschauen. Die haben ganz, ganz viele tolle Kokosprodukte. Und immer total lecker. Und ja, wie gesagt, bei Tropikai hab ich ja einen Rabattcode für euch. Deswegen schaut da unbedingt mal vorbei. So, dann kommen wir, nein, nicht zum letzten, sondern zum vorletzten Produkt. Und zwar sind hier ganz unten versteckt, ich habe die echt fast übersehen, zwei Spritzbeutel, Einwegspritzbeutel. Finde ich auch immer super, weil man kann die einfach immer total gut gebrauchen. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt und sind diesmal gar keine Postkarten dabei. Sonst normalerweise waren da immer welche Kärtchen dabei, wo noch Rabattcodes, Gutscheine und so drauf waren. Die sind diesmal gar nicht dabei. Okay, also wie gesagt, ich suche die Rabattcodes für euch raus aus dem Magazin und ich blende die hier ein oder packe die auch nochmal unten in die Infobox. So, jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Und zwar haben wir hier von Krüger Mermaid Latte. Ein Kokos und Blaubeere. Okay. Also, das finde ich jetzt aber sehr interessant. Instant-Getränkepulver, aromatisiert mit Kokos-Blaubeergeschmack. Und Streudekor aus Zuckerware. Okay, das ist ja Hammer. Das habe ich noch nicht gesehen, noch nirgends gesehen, sowas. Also, wie rührt man das mit Milch an oder womit? Ja. Nee, mit kochendem Wasser einfach. Okay, das finde ich super interessant. Weil muss ich unbedingt ausprobieren, also nur so und so trinken. Steht auch drauf, nur für kurze Zeit, also Hammer. Finde ich irgendwie total witzig. Ja, und wie gesagt, das war schon ja, das letzte Produkt. Box ist leer. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt eigentlich zum spannenden Teil der Rezepte. Ich muss die jetzt erstmal wieder ausbuddeln hier. Ich habe die natürlich hier total vergraben. Moment. So. Oh, es ist warm. Und zwar haben wir hier einmal als erstes Kokos-Blaubeer-Cupcakes. Bestimmt kommt da nämlich dieses Getränkepulver rein. So sehen die aus. Die sind ja echt süß mit diesen Meerjungfrauenflossen obendrauf. Also total niedlich. Dann als nächstes haben wir Mermaid Toast mit weißem Schokoaufstrich. Obwohl, so weiß sieht er jetzt gar nicht aus. Das sieht ja auch echt interessant aus, würde ich mal meinen. Ja. Auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Und also auf solche Dinge würde ich zum Beispiel nie kommen, mir mein Toastbrot mit so einem bunten Aufstrich zu bestreichen. Und dann haben wir hier als letztes Muschel-Whoopie-Pies. Die sind auch total niedlich. Das erinnert mich total an das Video von der Kuchenfee Lisa. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die hat nämlich auch eine Meerjungfrauentorte gemacht. Und oh, ich fand die so toll einfach. Die war so süß. Und sie hat dann nämlich auch so solche Muscheln damit reingemacht. Selbst gemacht aus Baiser, glaube ich. Also ich verlinke euch, das sonst mal hier oben. Schaut euch nur vorbei. Ich fand diese Torte wirklich wunderschön. Also hier sind jetzt diese Muschel-Whoopie-Pies. So sieht das Ganze aus. Sieht ja auch total witzig aus. Ich finde das so niedlich mit dieser Perle vorne dran. Aber woraus besteht denn diese Perle? Das sind die Marshmallows. Marshmallow-Creme, da wird eine Marshmallow-Creme gemacht. Ah ja, steht hier auch vorne dran mit Marshmallow-Creme. Man sollte lesen. Ja, das. Moment. Ich hab euch was unterschlagen. Hier ist doch noch ein viertes Rezept. Und zwar ist hier noch ein Rezept für
für Marshmallow-Fondant. Ich habe ja auch schon mal ein Rezept für Marshmallow-Fondant gemacht. Also hier ist dann Flossen und Perlen selbst machen. Das heißt, es ist dann jetzt quasi die Anleitung, wie man diese Flossen und diese Perlen eben selbst machen kann. Und ja, dafür braucht man nämlich die Marshmallows. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Genau, das war's. Das waren die Produkte. Ich bin echt diesmal mega begeistert. Ich muss echt sagen, diese... Oh Gott, ich zerstöre alles. Moment. Diese Streusel, oh, die sind so süß. Die sind echt so niedlich. Und worauf ich wirklich richtig gespannt bin, ist halt dieses hier. Das werde ich auf jeden Fall auch mal so probieren, halt nur mit Wasser eben aufgießen, wie man es eben machen soll. Und ich bin wirklich super begeistert von dieser Box. Und die Tülle ist auch ein absolutes Highlight für mich, weil Tüllen sammle ich tatsächlich auch. Und ja, ich bin total begeistert von dieser Box. Ich freue mich schon total aufs Nachmachen. Also ich werde mit Sicherheit dieses Mal wieder ein Video für euch machen. Ich weiß noch nicht wovon. Wahrscheinlich von den Cupcakes, weil ich die persönlich echt am tollsten finde. Oder ich mache irgendwie ein eigenes Rezept. Mal schauen, das weiß ich noch nicht. Und die Katze legt sich hier gerade in den Karton rein. Oder auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, war es das schon mit der Backbox. Das Video ist doch tatsächlich noch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Und wie gesagt, alle Infos, wo ihr die Box bekommt, wo ihr bestellen könnt, das verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Und die Rabattcodes für den Hobbybäcker-Versand und für Tropikai, das packe ich euch natürlich auch nochmal mit in die Infobox. Und nicht vergessen, wenn ihr ein Jahresabo abschließt, dann könnt ihr so eine Meerjungfrauenflosse bekommen. Was auch immer da sich hinter verbirgt. Dann hoffe ich natürlich, dass dieses Video euch gefallen hat. Und wenn ja, lasst mir gerne ein kleines Däumchen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann lasst mir auch ein Abo da. Ich war gerade am Überlegen, habe ich gerade Daumen gesagt oder Abo? Ich weiß nicht mehr, aber lasst mir einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.